Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Crabe. Ja, es ist wieder mal soweit. Wir spielen wieder mal auf dem Minecraft Crabe Server. Und ich dachte mir einfach, dann nehme ich heute mal, weil ich noch ein paar brauche, eine Folge alleine auf. Das heißt, ich bin natürlich auch nicht so gut im Reden alleine. Das seid meine Spöße. Und letzte Folge wollte ich eigentlich zu den anderen, aber dann fiel mir halt auf, dass die Folge zu Ende war, also werde ich jetzt wieder auf meinem Berg hochkraxeln. Währenddessen kann man ja ein paar Gesprächsthemen ansprechen, wie zum Beispiel, was kann man denn ansprechen? Was hatte ich noch nicht? Ich hatte, oh, Alter, ist das groß hier. Ich hatte zum Beispiel das Thema noch nicht. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Wird mir wahrscheinlich bald einfallen. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Okay. Diese Folge wird, denke ich, wieder 15 Minuten, da die anderen ein paar schon wieder 20 Minuten waren, wegen den anderen. So, kraxeln wir hier mal hoch. So. Vielleicht sind wir auch ganz oben endlich zu Hause. Ach Gott, ist der Berg hoch. So. Das Thema dieser Folge wird sein. Haustiere. Ah, komm, Haustiere. Also, ich persönlich hatte einen Hamster. Ja. Und jetzt gerade eine Katze. Und sonst bis jetzt noch nichts. Nur bei Haustieren ist es immer halt so, man muss auch Verantwortungsgefühl haben oder Verantwortung übernehmen können. Sonst macht es ja eigentlich keinen Sinn, ein Haustier überhaupt halten zu wollen. Das bedeutet, kein Verantwortungssinn, keine Haustiere, meiner Meinung nach. Aber es gibt natürlich immer wieder solche, ich habe Angst, da runter zu gehen, Experten, die meinen, ja, ist doch egal. Ist ja nur ein Tier. Was ist das? What the fuck? Das ist das, wenn man auf Multicore spielt. Ich nehme mal auf. Ich mach mal kurz Pause. So, und dann bin ich auch wieder. Wurde gerade kurz gestört, aber ist ja nicht schlimm, ihr merkt es ja so oder so nicht. Es ist dunkel, richtig dunkel. Und dort unten sehe ich nichts. Ich habe gerade den Rudo Place Shader drin. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich mir deswegen Fackel machen muss, oder YOLO. Ne, da unten sehe ich nichts. Echt heftig, Alter. Ich sehe echt komplett nichts. So, dann werden wir uns jetzt erstmal Fackeln machen. So. Alter, wie tief. So, ich denke mal, wenn wir hier ein bisschen weiter abbauen. Ach ja, Haustiere. Haustiere sind halt immer so eine Sache, meiner Meinung nach, ob man damit, wie gesagt, umgehen kann oder nicht. Jetzt werde ich nochmal gestört oder nicht. Oder doch, oder nicht, oder doch, oder nicht, oder doch. Und dann werde ich nicht. Okay. Denn Haustiere haben ja natürlich auch seinen eigenen Willen. Und wenn man, wie sagt man, etwas jünger ist, im Alter von 6 bis 12, will man natürlich immer alles mit denen sofort machen können. Und halt dieses, Tiere müssen sich ja auch erstmal anpassen und so weiter. Und
manche Tiere können es halt nicht so Schlag auf Schlag, sondern brauchen dann erstmal ihre Zeit. So. Ich werde mal ein bisschen Eisen holen. Weil wir brauchen einen Ofen. Dann kann ich mir auch direkt eine Rüstung machen. Und so weiter und so fort. Warte. Ha, da hat man den Track gesehen. So. Hoffentlich kann ich mir merken, wo ich gewohnt habe. Wow. Jetzt habe ich mir das Bein gebrochen. Ich sehe einfach nichts mehr wegen dieser doofen Wolke. Ja. Hätte ich, glaube ich, nicht überlebt, aber egal. So. Dann werden wir jetzt mal weitergehen und Eisen suchen. Ich habe ja bis jetzt noch gar kein Eisen eigentlich gefunden. Da ist Kohle. Ah, die Kohle kann ich ja mitnehmen. So. Diese Folge werde ich heute auch noch hochladen. Also heute aufgenommen, heute hochgeladen. Da ich sonst kein Video für heute hätte. Aber YOLO MOLO, ne? Diese Folge auch wieder mit Shader. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich den Shader drin lassen soll oder... Hoppala. Oder ob ich ihn rausnehmen soll. Also ich finde es mit Shader eigentlich ganz schnieke und ich habe wieder einen Blackscreen. Mein Bildschirm ist hart, richtig der Dreck. Schnell mal ein Holz geholt. Tipp. Hoppala. Eins und zwei und drei und... Oh, das Texturen Pack ist außerdem das R3D-Craft. Was ich einfach super geil finde. Super geil. Schaut halt so einen tollen Flair. So. Dann hier und dann haben wir hier eine Holzspitzhacke. Aus der Holzspitzhacke mit drei Steinen machen wir dann eine Steinspitzhacke. Erstmal Stickies. So, hoppala. Mann. Bayern. So. Und so. Klick doch drauf, Mann. So, dann werden wir jetzt hier auch noch den Rest abbauen. So, ich nehme die Workbench direkt mal mit. Pip. So. Dann werden wir uns... Ah, es regnet. Ja, es regnet. Der Enderman ist wieder am Teleportieren. Bei mir habe ich das Gefühl, die Geräusche sind zu leise und nicht einfach zu laut. Aber YOLO. YOLO MOLO. So, hier ist noch mehr Kohle. Kohle, 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 talala. So. Schreibt mir mal in die Kommentare, worüber man reden könnte in den Folgen. Dann werdet ihr auch namentlich genannt. Und... Ja. Da haben wir auch die Höhle. So.
Ich habe mich entschlossen, auch in der Stadt ein Haus zu bauen, halt aber nur aus Deko. Aus dem Grund, dass wir dort eigentlich hinziehen sollten am Anfang und ich mich eiskalt einfach verpieselt habe. Aber YOLO. Ich hab's voll oft mit YOLO, aber okay. So, es hat aufge... Nee, hat's nicht. Tut mir leid. Ich habe gelogen, da ich ein Tun bin. Aua. Hier ist noch eine Höhle. Die wird auch wahrscheinlich sofort zu Ende sein. Ach nee, hier ist Eisen. Eisen! Eisen, Eisen, Eisen. Nein, Spaß. So. Eisen eingesammelt. So, jetzt. So, 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 so. Nein, jetzt werden wir noch mehr Eisen suchen. Weil mit 4 Eisen kann man ja nicht wirklich viel machen. Ich will mindestens einen Eimer und eine Spitzhacke haben. Zombie! Go away! Hä? Wieso ein Linksack? So. Ach, da oben ist noch Eisen, habe ich gerade gesehen. Da. Super. Super duper. Würde ich mal sagen. Da. Da. Da, und da. Nebenbei, schöne Grüße an Michael. Mama, Mama, Michael Kill. Der mir Vorschläge für die Thumbnails gemacht hat. Ist natürlich schon was her, aber trotzdem. Und diese Leute, die Eigenwerbung bei mir machen, die werden sofort geblockt. Ich sehe es nämlich nicht anders als größere YouTuber. Es ist einfach unnötig. Wenn ihr ordentliche Videos macht, dann werdet ihr auch die dazugehörige Fanbase sich aufbauen und von selbst berühmt werden durch deine Abonnenten. Zum Beispiel letztens hat einer mit 1000 Abonnenten bei mir in die Kommentare geschrieben. Ja, guck mal auf. Dein Kanal hat viel Potenzial. Du legst hohen Wert, aber du kannst deine Messlatte noch höher setzen, blablabla. Schau doch mal auf meinem Kanal vorbei, ich mache auch voll tolle Videos, boah. Dann bin ich auf den Kanal gegangen, hatte 1000 Abos, da dachte ich mir, what the fuck? Und hat sich angehört, als ob er in Dosentelefon sprechen würde. Denke ich mir auch nur, what the fuck? Lustig ist der nicht? Warum schaut man seine Videos? Ich bin auch nicht lustig, haha. Oh, fuck. Aber ich fehle halt viel. Und ich denke mal, das ist das, was meine Abonnenten oder ihr sehen wollt. Nein. So. Ich denke, ich nehme schon wieder eine halbe Stunde alles auf. Da ist schon wieder das Schlecht. Ah, geht noch da raus. So. Gehen wir noch hier hoch. Oh geil, hier ist ein Spawner. Die Motherfucker. Ein Namensschild, 2 Schallplatten, ganz viel Redstone, ein Faden. Dann nehmen wir hier mal die Mossy Cobblestones mit. So. Der Enderman dort, der nimmt uns eh auseinander, da Boys, kann ich das versuchen. So. Du, Mossy Cobblestone. Da werde ich ganz Mossy Stone in der Hose. Ja. So.
Und dann brennt wir immer weiter ab. Und da. Meine Güte, ist das eine langweilige Arbeit. Irgendwie kann ich verstehen, dass ihr euch das nicht anschauen wollt. Aber nachdem wir auch hier alles abgebaut haben, würde ich sagen, verabschieden wir uns voneinander. Vergesst bitte nicht das Kommentieren und das Bewerten. Dann kann ich sehen, ob es euch gefallen hat oder halt nicht. Meine Spitzhacke ist kaputt, aber das ist nicht schlimm. Und wir sehen uns dann in Folge 6 von Minecraft Crape wieder. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss.